Hey Leute und willkommen zurück zu Silent Hill. Man, der ist so außer Atem. Ich wette, dem geht's nicht gut. Nein, ihm geht's nicht gut. Dann nehmen wir mal diese coole Ampulle hier. Und ich glaube zu wissen, was wir jetzt tun können. Geh mal hier durch. Lauf mal ganz geradeaus. Hier durch. Und dann in dieses komische Klo. War das das oder das daneben? Nee, ich glaube, das war das Mädelsklo. Genau, dann lädt das nämlich auch immer so lang. Und dann gehst du wieder raus. Und ist das jetzt nämlich nicht dieser andere Gang? Ja, nur dass ich jetzt hier gar nicht mehr rauskomme. Ich hatte nämlich nur gedacht, das irgendwie austricksen zu können. Es verändert sich ja. Und wenn man dann halt auf die andere Seite käme, ob dann vielleicht es nicht zu ist. Aber irgendwie, ja. Aber vielleicht kann ich jetzt hier durch? Nee, kann ich nicht. Was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann? Was mache ich dann? Hängt da irgendwie ein Hinweis? Nee, das war hier alles vorher auch schon. Geh mal raus. Es hilft mir nicht und ich komme hier leider nicht durch. Es ist einfach versperrt. Dann muss ich ja wieder hier durch, dieses Frauenklo. Wie blöd. Denn es verändert sich hier definitiv. Es ist immer anders dann als vorher. So. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Und jetzt ist der Gang nämlich wieder frei. Aber das bringt mir noch nichts. Was soll ich denn dann machen? Hallo? Hallo? War vielleicht bei der Reception noch was? Oder so. Ah, ich versuch's mal. Geh mal hier rein. Ich meine, hier ist ja auch dieser Geheimdurchgang, wo ich gerade merke, der geht doch da auch einfach nur wieder rüber. Das ist doch voll Panne. Hä? Hä? Weil der Gang ist doch auch. Moment mal, der Gang ist doch auch zu, wenn ich durch das veränderte Klo gehe, oder? Rein ins Klo. Raus aus Klo. Gang weg. Ja. Warum? Warum? Es wäre so einfach, dann wüsste mich, wie es weitergeht. So ist es einfach nur doof. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Lalalala. Lalalala. Irgendwas oben, irgendwas unten. Ich könnte da oben lang. Ich könnte rechts rüber. Ich könnte nochmal rechts rüber. Dann könnte ich durch den anderen Klassenraum nach unten, wo aber abgeschlossen ist. Dann bin ich einmal im Kreis gelaufen. Das hat mir auch nichts gebracht. Ist im Stockwerk höher irgendwas? Da kann ich nicht runter, weil ich nicht in die rechten Klassenräume komme, obwohl ich zumindest in die Bibliothek komme. Denn den Bibliotheksschlüssel haben wir bei diesem Typen, der aus dem Schrank fiel, gefunden. Was ich hier natürlich nicht ausprobiert habe, ist in den Hof mal hier zu gehen. Und ich glaube aber, dass das auch gar nicht geht, oder? Kann man hier in den Hof gehen? Wie mache ich denn das? Da rein. Da rein. So, wieder geradeaus. Ach, das ist der Telefonraum. Okay. So, und jetzt geht's hier die Treppe hoch? Nein, andersrum. Okay, gut, dass ich die Karte habe. Da geht's die Treppe hoch. Ist
hängt denn da an der Ecke? Ich weiß es nicht. Okay. Geh mal die Treppe hoch. So. Was wollte ich jetzt ausprobieren? Genau, ob ich von hier in den Hof kann. Das heißt, ich gehe hier einfach mal die nächste links. Und dann ist hier aber nichts. Nee, hier ist eine Wand. Da kann ich gar nicht rüber. Gibt es hier sonst irgendwas? Ich meine, in der Bibliothek, das war halt extra so ein Raum, wo wir reinkamen mit dem Schlüssel. Ich denke mir halt die ganze Zeit, was haben wir jetzt hier Wichtiges erfahren? Was ist hier jetzt gewesen? Dieses Buch halt, aber was hat mir das gebracht? War das irgendwie ein Hinweis? Ein Trugbild? Bla bla bla. Bla bla bla. Also, eigentlich ist es für mich ein Hinweis auf die Toilette, weil es geht um Trugbilder und es ist ein Hinweis explizit, hey, das passiert eher bei Mädchen. Und da wir das in der Mädchentoilette haben, frage ich mich die ganze Zeit, warum funktioniert meine Idee hier nicht? Das klappt irgendwie nicht. Und das ärgert mich ein bisschen. Die anderen Räume komme ich auch nicht rein. Leute, ich mache mich echt nochmal schlau. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich bin nach unten gelaufen. Und tut mir leid, dass ich jetzt hier 6 Minuten verbraten habe, irgendwie für nochmal selbst überlegen. Ich dachte halt, ich schaff's ohne Hilfe, aber nee, ich habe falsch gedacht. Ich muss nicht in den Keller, um das wieder zu kriegen. Ich kann in den Hof gehen. Mit der Horrormusik. Und irgendwo hier liegt oder so dieses Rohr. Das führt hier irgendwo hin und dann kommen wir an den Schlüssel. Wo ist es denn? Hier ist unser Turm. Boah, die Musik. Da. Ach Gott, ja. Okay. Ein Klassenzimmerschlüssel. Yeah. Okay. Alles klar. Gut. Sehr gut. Dann. Harry. Na, Mann. Jetzt lauf, darum bin ich überhaupt auf der richtigen Seite. Ja. Gut. Ja, die Musik darf wieder bitte aufhören. Ja. So, genau. Direkt hier gegenüber ist der heilige Speicherraum. Und ich weiß, es ist übertrieben, aber ich speichere nochmal. Man kann nämlich nicht oft genug speichern. So. Ich habe jetzt einen Klassenzimmerschlüssel. Lass mich raten, der ist für oben. Ich muss also schon wieder in den zweiten Stock. Es macht ja so viel Spaß. La la la. Wenigstens habe ich die Tür aufgeschlossen gehabt. Da kann ich nicht durch. Dann geht es hier lang. Da lang. Da lang, glaube ich. Bin ich richtig gelaufen? Nein, ich bin nicht richtig gelaufen. Warum laufe ich immer falsch? Weil die Kamera so doof ist. So, bin ich jetzt in dem Klassenraum? Ja, jetzt läufst du geradeaus und dann da hinten rein. So, okay, verwirrend. Jetzt läufst du nach links. Genau, da bitte hoch. Dann sind wir nämlich auch schon im zweiten Stock. Dann müssen wir auf die rechte Seite zu den Klassenräumen. Abmarsch mit dir, Harry. Ach, das war klar. Ja.
Geschafft, geschafft. La 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 la. Okay. Ja. Liegt da was auf der Bank oder? Nee, es ist nur grisselig. Schade. Gut. Ich glaube, wir können jetzt hier rein. Was kommt jetzt? Hallo? Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich habe. Es geht aber noch. Schön. Wir waren hier anscheinend noch nicht. Wir haben den ja erst aufgeschlossen, den Raum. Ist hier jetzt was im Schrank? Oh Gott, ich will schon wieder speichern, ey, weil ich jetzt schon wieder. Wie viele waren das jetzt? 5 Monster schon wieder getötet habe oder so? Super, ey. Gut, dann gehen wir in den anderen Raum. Wie sieht's aus mit Muni und Gesundheit? Ja, okay. Hier waren wir noch nicht, hier waren wir noch nicht. Da steht Heilungsmittel, Tonikum. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Ach ja, ich will auf die andere Seite, ne? Okay. Ja. Kann ich die andere Seite jetzt mal aufschließen? Oh. Das nehme ich auch noch mit. Nimmst du das bitte mal? Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier Pech habe. Aber wir können jetzt hier runter. Bestimmt. Ja, wir können runter. Hallo. Sind wir jetzt hier im Keller? Nein, wir sind noch nicht im Keller. Wenn ich jetzt hier rechts... Geht die dann auf? Jetzt ist sie nämlich nicht mehr abgeschlossen. Yippie! Okay. Jetzt geht's aber runter in den Keller. Oh Gott, im gruseligen Schulkeller. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, geh mal in den Raum. Oh, okay. Ich will noch mal einmal raus. Ich will wissen, ob die andere Tür auch aufgeht. Die geht auf. Was ist jetzt hier? Oh. Oh, Munition, Munition, Munition. Munition bedeutet aber irgendwie schon wieder nichts Gutes, oder? Kannst du die mal mitnehmen? Sehr schön. Ja. Oh, und eine Ampulle sogar auch noch. Ja. Ja, das finde ich gut. Ist aber auch irgendwie ein nicht so super Zeichen, aber hat sich gelohnt, nochmal hier rüber zu gehen. Definitiv. So, jetzt gehen wir nochmal rüber auf die andere gruselige Seite. Und kümmern uns mal hier um diese Ventile. Was sagst du denn dazu? Denn so geht's ja hier anscheinend nicht durch. Und oben konnte man die drehen. Huch, was? Ah, jetzt kann ich hier vor mich hindrehen. Mhm. Ja, das sieht doch schon mal gut. Da, das lässt du mal so. Jetzt gehst du auf die andere Seite. Jetzt habe ich es mehr verschlossen. Ich glaube, ich soll es freikriegen. Mach mal nochmal nach links. Ich habe es ja gerade eben schon nach links gedreht. So, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum.
Ein bisschen blöd hier. Ah, schade fast. Nein, ich mach zu schnell, ich x'e zu schnell. Jetzt musst du es nochmal machen. Super. So. Ich glaube, das funktioniert so aber gar nicht. Ich glaube, da müssen zwei beieinander stehen. Ich lasse das mal so. Ich sehe überhaupt nichts. Darf ich mal was sehen? Es ist voll dunkel auf einmal. Gerade eben konnte ich viel besser sehen. Hallo? Wegen deiner Taschenlampe sehe ich nichts. Dreh mal nach rechts jetzt. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln. Oh, das sieht gut aus. Oh ja. Ja, geschafft, geschafft. Kann man auch nochmal speichern oder muss ich das alles nochmal machen, wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt hier gleich sterbe? Möchte ich wissen, was jetzt kommt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir haben doch so eine nette kleine Schrotflinte. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Brauche ich auch vielleicht? Ja, ich mache mich mal lieber grün. Harry, lauf. Lauf! Ja? Hilfe! 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 Oh Gott. Nein, es ist voll schnell. Es ist voll schnell. Was soll ich denn machen? Der ist voll schnell. Hallo? Ich muss. Ja, nein. Gestorben. Ich sterbe. Ich bin gestorben. Aber der war voll schnell hinter mir her. Was hätte ich denn machen sollen? Oh, ist das blöd. Jetzt muss ich alles nochmal machen, oder was? Oh, Leute, bei so einem Bosskampf, da wünsche ich mir echt immer, bitte continue ab der letzten Stelle und nicht ab dem letzten ekligen, blöden Speicherpunkt. Deswegen speichere ich halt auch so verdammt viel. Weil jetzt muss ich um die 6 Monster erstmal töten und den ganzen Gang nochmal laufen. Nein, ich darf sogar nochmal machen. Oh, das ist ja cool. Oh, da freue ich mich drüber. Okay, dann habe ich auch nicht mehr so viel Angst, weil ich denke immer, ich muss mich nochmal doppelt so mehr anstrengen. Habe ich jetzt aus Versehen... Ach, egal.
geht's mir gesundheitlich? Och, geht eigentlich. Oh, jetzt hätte ich ihn gut draufschießen können. Oh, Harry, du. Ja, kannst du dich mal drehen? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ja, und natürlich musste er genau dann nachladen. Yay. Also ich weiß nicht, wie ich den so besiegen soll. Guck mal, wie nah der an mir dran ist. Oh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wann ich auf ihn schießen soll. Ich blick da gerade nicht so richtig durch, wenn ich ehrlich bin. Soll ich mich umdrehen die ganze Zeit auf ihn ballern? Oder ist es so ein bestimmter Moment? Oder was? Rüste dich mal wieder aus. Das kennen wir ja schon. Er steht halt mega blöd, echt. Und es ist voll schnell, das Vieh. Wie, du bist dazu... Ich hab doch drauf geknallt. Oh ja, ist gut hier. Ich meine, irgendwann muss man sich ja mal umdrehen und drauf schießen oder was. Irgendwie ist es auch mega blöd. Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig blöd. Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht, wie gesagt, auf was ich eigentlich warte. So. Ja, und wieder tot, ne? Ja, also ich darf definitiv nicht so dazwischen stehen. Entschuldigung, dass das jetzt hier so Tutorial-artig irgendwie vor sich hinsterbend läuft. Aber ich blick halt irgendwie noch nicht durch. Wenn ich vor ihm weglaufe, kriege ich nie den richtigen Moment. Ich glaube, ballern, 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 bis er das Maul aufmacht und dann halt im richtigen Moment schießen. Natürlich ist es dann meistens so, dass er genau dann nachladen muss. Ist klar, oder? Also ich meine, es darf ja auch bloß nicht zu einfach werden. Oh. Ja, jetzt sollte ich vielleicht auch mal was nehmen. Das habe ich sonst immer gemacht. Lad ruhig mal nach, ist vielleicht nicht schlecht. Ja.
Junge. Ja, habe ich es geschafft? Oh, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Hau drauf, schieß drauf. Halleluja. What was that? Who in the hell was that? Wo bin ich? Das ist ein Heizkeller? Was geht hier vor? Boah, ich hab's geschafft, juhu. Was habe ich hier gefunden? Ein Schlüssel mit der Aufschrift Hey Gordon, mitnehmen, na klar. Und wir hören irgendwie eine die Heizung ist ausgeschaltet und wir hören eine Kirchenglocke, genau, so rum. Wir haben gerade gegen einen Boss-Vieh gekämpft, nehme ich mal an. Ich gehe jetzt mal hier raus. Anscheinend sind wir wieder in der normalen Welt. Ja, Leute, ich mache hier mal einen Cut, der ist nämlich schon ganz schön lang geworden und dann gucken wir mal, was jetzt hier ist. Denn wir sind anscheinend wieder in der normalen Silent Hill Welt und toll, dass wir es geschafft haben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wie auch immer und warum auch immer jetzt hier auf einmal eine Kirchenglocke zu hören ist. Bis dann!